Damit herzlich willkommen zurück zu Alien Isolation. Wir stehen hier immer noch vor dem netten Auto und vor der netten Hotdog-Werbung, vor den Kalendern hier. Ah, da ist schon ein Schrank. Können wir uns umziehen? Und verstecken halten. Cool. Kleines Verstecken. Toll. Das freut mich überhaupt nicht. Wenn wir uns verstecken können, und zwar schon hier, ist das kein gutes Zeichen. Das heißt, dass wir uns gleich verstecken müssen. Schätze ich mal. Turner hier. Ich musste mich wieder mit diesem verdammten Suffkopf rumschlagen. Diesmal hat er mit dem Wartungsheber fast die ganze Tür demoliert. Wahrscheinlich ist er sicher hier, will sich einschließen. Idiot. Wir haben genug anderes zu tun, als hier Babysitter für Alkis zu spielen. Also habe ich ihn in der Asservatenkammer eingesperrt. Da kann der Mistkerl seinen Rausch ausschlafen. Ah, gut zu wissen. Jetzt wissen wir auch, wo wir hin wir müssen. Irgendwie in so eine Kammer. Ich schätze mal, das ist da. Alles andere haben wir schon durchgeguckt. Das ist hier. Da brauchen wir den Wartungsheber. Da kommen wir rein. Wieso? Ist hier Blut? Steht da? Wait. Listen. Was? Okay. Okay. Ich gehe mal weiter. Alles ganz easy hier. Wo kommt das Wasser her? Müsste irgendwo. Entweder ist das. Das sieht so an wie sonst eine Dusche oder so. Ja, nur duschen, was sein da? Wasser sein, wo sollen sonst was herkommen? Innen herkommen. Eine Kugel. Ist ein Easter Egg? Ein Easter Egg, weil es rund ist. Nee. Aber eine runde. Goldene. Kugel, die umfällt. Wenn man gegenläuft. Interessant. Müssen wir dadurch? Dadurch kommen wir nicht. Machen wir mal hier durch. Hineinklettern. Eine vielversprechende Leiter. In einem Lüftungsschacht. Die haben schon an uns gedacht, als sie die Lüftungsschächte gebaut haben. An Leitern, weil man ja auch so auf die Lüftungsschächte geht. Da braucht man unbedingt eine Leiter. Und vor allem, wer hängt in einen Lüftungsschacht? Warte! Lampen auf. Yes. Oh! Moin! Kumpel! Ist hier? Na? Alles frisch? Den Wartungsheber nehme ich erstmal noch nicht. Lass erstmal das hier abspielen. Witzig. Ja, ich habe schon wieder eine Beschäftigung gefunden. Patsch, patsch, patsch. Immer schön ordentlich hier reintreten. Ich kann das, glaube ich, besser gebrauchen. Da sind schon ein paar Käferchen rausgelaufen. Und wir haben den Wartungsheber. Mit dem Wartungsheber kommen wir jetzt bestimmt raus. Ja, geil. Rechte Maus und linke Maustaste drücken. Und jetzt A. Jo, machen wir.
Fluff! Ja, reinspaziert, hereinspaziert. Cool. Fällt mir. Macht voll Spaß. Bis jetzt. Das Spiel eigentlich noch? Super. Schon Bock, leicht der Schrecker? Hehe, leicht. Na los, geh mal auf. Ist hier irgendwas Interessantes? Ja, Bindemittel. Was zum Abspielen und Schrott. Speicher. Er hat sie eine ganz schön in die Scheiße geschubst. Jemand muss doch verantwortlich sein. Ich werde dafür sorgen, dass jemand verantwortlich ist. Nein? Sie sind stur, was? Turner, schalten Sie das Band aus. Vielleicht ist unser Freund hier nur schüchtern. Okay. Interessant. Mag diesen Effekt, diesen. Geil. Also wir haben schon geil programmiert. Oh, Alien Isolation Teil 2 wäre irgendwie cool. Ja. Das wäre mal was. Ich weiß zwar nicht, wie man weitermachen soll. Ich habe das Spiel auch noch nicht bis zu Ende gesehen oder noch nie gespielt. Aber ein zweiter Teil wäre trotzdem irgendwie cool. Schätze ich mal. Es gibt doch immer einen zweiten Teil. Meistens. Eine Sprengkapsel. Die Wendy. Das ist die Wendy. Interessant. Mhm, nehmen wir mal den Scheiß hier mit. Puh, das Spiel ist düster. Um es höflich auszudrücken. Wir hocken gerade nicht, oder? Ne. Ich renne mal hier einfach so lang, so hopsta. Wir können ja gar nicht springen. Hier spricht Turner. Ich habe die letzte Leistungskupplung gefunden. Das haben wir ja schon gemacht. Aber jetzt ist sie aus. Ich muss nur noch die letzte Sicherheitsstrebe anbringen. Kommen Sie zu mir, wenn Sie hier raus. Ich hätte nochmal speichern. Ganz ruhig. Okay. Okay. Mein Name ist Ripley. Woher kommen Sie, Ripley? Von einem Schiff. Hier gibt es keine Schiffe. Jetzt schon. Prima. Große Klasse. Hier läuft's nämlich nicht so toll. Hier ist was explodiert. Alles hat gebebt. Ich hab's gesehen. Meine Liebe. Das ist das geringste unserer Probleme. Ja? Ja. Hier ist etwas auf der Station. Nee. Etwas, das Sie sich nicht vorstellen können. Was denn? Ein Killer. Verstehen Sie? Okay. Okay. Wie heißen Sie? Axel. Ich bin hier mit zwei Kollegen angekommen. EVA. Die Explosion hat uns getrennt. Können Sie mir helfen? Warum? Weil sie sich hier auskennen. Nein, ich meine, warum? Was ist für mich drin? Ein Platz auf dem Schiff. Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Ich muss zur Kommzentrale. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Heute ist Ihr Glückstag. Na los, Süße. Seekson Communications befindet sich im Systec-Turm. Das ist ein ganz schönes Stück, aber wir können durch den Frachtbereich zu einem Transit gelangen. Aber vorsichtig, da lauern so einige Gefahren. Okay? Toll, also wir sind schon mal nicht alleine hier auf dem Schiff, das ist schon mal nett. Und der Axel scheint ja auch so ganz okay zu sein. Zwar ein bisschen einer Klatsche. Na los, ich will nicht lange hier rumhängen. Hat komische Augen, guckt mich komisch, sehr komisch an. Aber ich frage mich auch, wo wir uns alles hinstecken. Wir haben Riesentaschen, was ich auch super finde. Wenn das
fetten Schraubenschlüssel hier mit sich und tragen. Ganze Schrottbindemittel, alles super. Naja, wir sind eine Frau, wir haben eine riesen Handtasche und haben da bestimmt auch einen Ambus drin. Sind Sie mir da hinten gefolgt? Ich musste Abstand halten. Er ist uns gefolgt, das ist gut. Dann kann es heißen, dass es doch keine anderen mehr gibt. Guck erstmal auf die Karte. Nichts Besonderes. Was? Hey, bleib bei dir. Keine Bewegung. Oh, okay, okay. Wir wollen keinen Ärger. Wer sind Sie? Ich bin Sean. Das ist Ringo. Das sind nur ein paar Idioten. Wir haben für sowas keine Zeit. Komm schon, Jenna. Hallo. Wir wollen zur Kommunikationszentrale. Ja, ich auch. Können Sie uns helfen? Wir brauchen deren Hilfe nicht. Doch. Verrat ihnen nichts. Der Aufzug funktioniert wieder. Jenna, na los, okay? Es tut mir leid. Viel Glück. Seid vorsichtig da vorne. Ich habe da Geräusche gehört. Hallo. Hallo, ich will da mit. Was zur Hölle sollte das denn? Warum waren Sie so übel aggressiv? Alle haben scheiß Angst und gehen sich darum eben aus dem Weg. Ist sicher. Hallo. Hallo, da hinten hat sich was bewegt. Ich will da nicht lang. Ich will Fahrstuhl fahren. Lass warten, bis er wieder runterkommt. Was soll da vorgehen? Ich fahre alleine hier hoch. Ja, egal. Der kommt schon noch. Ich glaube, das wird nichts. Scheiße. Ein Krankenhaus, keine Autorität. Keine Hoffnung. Interessant. Keep out. Ich bleibe draußen. Süß. Schild ja. Speichern. Lass mich in Ruhe, ich gebe speichern. Ja, ich liebe diese Speicherpunkte. Die sind so geil. Oh, so schön. Moment, lassen Sie mich den Fahrstuhl rufen. Ey, wir können den da hinten rufen. Gestatten Sie? Die Station ist alt und eigenwillig. Da hinten war auch einer. Wir wären in Sicherheit gewesen, wir wären zu viert. Na, worauf warten Sie? Drücken Sie den Knopf. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich bin noch nie Fahrstuhl gefahren, weißt du? Meine Güte, ey, was für ein Idiot. Seien Sie hier bloß ruhig. Es könnten Leute unterwegs sein. Ich fände es ganz nett, wenn Sie mir endlich sagen könnten, was da los war. Sofort. Hören Sie mal zu, Herzchen. Wenn wir es zum Schiff schaffen, können wir uns ausruhen, plaudern und gegenseitig die Haare flechten. Ja, wenn wir es zu meinem Schiff schaffen. Ich muss wissen, was los ist. Jetzt sofort. Hallo. Schön. Wie gesagt, ein Killer ist los. Ich will die Waffe. Was soll das überhaupt heißen? Was hat er denn da? Gesehen, Walter, aber er ist hier. Sich mal auf zu drehen. Was soll das heißen? Ein Psychopath? Eine Person? Nein. Was anderes. Ein Monster. Chupa Joes. Lecker. Hier geht's raus. Gut. Dann stehen wir mal hier weiter. Wenn der so aufrecht läuft, kann ich das bestimmt auch. Dann ist bestimmt nichts hier. Hoffe ich mal. Verdammt! Wir müssen hier weg. Hier lang. Runter. So ein Schwachsinn. Wir sollten uns nach dem Ausweg umsehen. Bist du wahnsinnig? Es gibt keinen Ausweg. Wenigstens sind wir hier unten sicher. Aha. Aber wie lange? Was, wenn die zu uns kommen? Dann schießen wir sie in Stücke. Und jetzt Ruhe, du machst mich nervös. Wir werden bald schlafen müssen. Ich pack das nicht viel länger. Gesperrt. Ärger. Wir müssen an denen vorbei. Folgen Sie mir. Ich bin eine Uhr. Ja, wir konnten das nicht aufmachen. Ist klar. Boah, der Schatteneffekt ist auch geil. Freunde von Ihnen? Ich bin denen schon mal über den Weg gelaufen. Wir mögen keine Fremden. Nicht mal nette Typen wie mich. Ich bin schon. Na, schlaf gleich ein. Zieh sie nicht auf, Herzchen. Wenn sie sich bemerkbar machen wollen, bitte, ist ihre Beerdigung. Die Waffen sind nicht zum Spielen da. Jemand muss etwas unternehmen. Das machen sie. Man nennt es Überleben. Hm. Alle wenden
sich gegeneinander. Die Angst macht die Leute verrückt. Ist mir schon aufgefallen. Willst du nicht erstmal gucken? SRG kann man so stehen bleiben und dann hin und her gucken. Das ist ziemlich cool. Sie leben hier? Ist geil. Was soll ich sagen? Mein Butler hat gerade Urlaub. Jo, ich bleib in der Nähe. Geben Sie sich, was Sie brauchen. Jetzt. Wer weiß, wann Sie nochmal die Gelegenheit kriegen. Gut. Loot. Ich bin Lootmeister. Ich bin der Lootmeister. Ich verstecke mich schon eine Woche hier und warte auf ein Schiff. Warte auf Sie, wie es scheint. Taschenlampe? Es kann hier recht dunkel werden. Sie sollten sich die Taschenlampe da drüben schnappen. Nehmen Sie genug Batterien mit. Alien Isolation. Dumm. Na los, Alien Isolation. Nehmen Sie sich die Taschenlampe. Hab ich schon. Oh, hab ich doch noch nicht. Jetzt habe ich sie genommen. Ich hab nur die Batterien genommen. Darf ich vorher noch speichern? Bevor irgendwas passiert? Aber leuchten Sie nicht mit dem Ding rum. Nicht, dass wir erwischt werden. Nö. Dann los. Jan. Hallo? Ah. Interessant.